Tief durchgeatmet, die Haare gestylt und los. Vier Männer auf Kreuzzug gegen Klischees. Sex and Tzatziki, der letzte Schrei. Die Antwort auf Sex and the City. New York liegt nun am Rhein. Die Protagonisten sind jetzt männlich. Das Thema ist geblieben. Alles dreht sich um das Verhältnis von Männlein und Weiblein. Dieses Mal aus männlicher Perspektive. Weißt du, was mir am allerbesten an dir gefällt ist? Mir gefällt, dass diese Klarheit deiner Augen mit dieser Zerbrechlichkeit deiner Gestalt total schön harmonisiert. Wow. Entschuldigung, das Wort habe ich gerade schon gesagt, aber auf dich passt einfach nur wow. Wie sieht's aus? Geh mal zu mir. Was ist? Angst? Da wir ja auch Männer sind, können wir unsere Ideen oder Erfahrungen da beitragen. Es ist eigentlich eine indirekte Anleitung zum Mann. Ja? Läuft. Und aha, wieder was gelernt. Doch nicht so hart. Alles nur Show. Für Alexander ist jeder Dreh ein Rollentausch. Im Web lehrt er die männliche Gefühlswelt. Am Heinrich-Heine-Gymnasium Deutsch und Philosophie. Den Schülern gefällt's. Im Gewächshaus Medien gedeihen neue Sprösslinge. Dem heimischen Sofa blüht Verweisung. Das Plänzchen Internet droht dem Fernsehen den Nährboden zu entziehen. Nach zwei, drei Monaten hatten wir ein Angebot, was uns aber schon geknebelt hätte.